perfekt und wir sind super, super glücklich damit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal etwas Informatives. Wir waren am Samstag auf der Babyweltmesse in Hamburg und haben da einige Sachen eingekauft. Und die wollte ich euch einfach mal zeigen. Vielleicht interessiert es euch, was wir so Schönes ergattern konnten. Wir hatten einmal ein Lätzchen gekauft von Lässig. Die haben nämlich jetzt ein neues Design rausgebracht mit Ärmeln wieder. Und das ist mintfarben und hat so ein süßes Hundedesign drauf. Und das ist wirklich optimal dafür, wenn die Kinder anfangen, selbstständig zu essen. Clara bekommt es halt meistens zum Mittagessen an, einfach damit sie selber in ihrem Tellerchen rummatschen kann und sich dabei nicht die ganze Kleidung versaut. Das haben wir von Lässig schon einmal in Rot mit Elefanten. Und jetzt halt nochmal in einer neutraleren Farbe, in etwas hellerem, weil Rot ist sehr gut für Tomatensauce und Grün für Spinat vielleicht. Die kann man halt perfekt wirklich nach dem Essen einmal ins Waschbecken tun, durchwaschen, auf die Heizung hängen und nächstes Mal beim Mittagessen wiederverwenden. Genau, dann hatten wir einmal Lauflernschuhe gekauft, wir hatten noch keine. Und zwar von der tollen Marke Hubea Germany. Und die haben dieses zuckersüße Mäuse-Design. Die Puschen sind dunkelgrau. Wir hatten jetzt eine Größe 20-21 mitgenommen. Und Clara hat wirklich das absolute Barfußgefühl. Wir hatten schon mal Krabbelpuschen und die hatte Clara angezogen. Und sie ist so ganz komisch getapst und wollte gar nicht richtig ihren Fuß auf den Fußboden setzen. Das sah ungefähr so aus, als wenn man einem Hund Schuhe anzieht. Ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht dieses Phänomen, wenn Hunde mal Schuhe anbekommen. Die tapsen auch so witzig über den Boden und genau so ist Clara auch getapst. Und bei diesen Schuhen war es wirklich diesmal nicht so. Clara hat sie angezogen und sich sofort wohlgefühlt und ist damit losgekrabbelt. Also wir sind wirklich hellauf begeistert. Die Qualität ist super. Die Dame am Verkaufsstand hatte mir auch erzählt, dass diese Schuhe sogar mit Orthopäden zusammen entwickelt worden sind. Und ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und Clara hat sie jetzt von morgens bis abends nur noch in der Wohnung an. Weil sonst hatten wir immer zwei Paar Socken an, weil unser Fußboden sehr kalt ist, aber das ist irgendwie auch nicht so super gewesen, zumal Clara Socken hasst und sie sich sofort immer ausgezogen hat und zwei Strumpfhosen übereinander wollten wir jetzt auch nicht antun. Deswegen perfekt und wir sind super, super glücklich damit. Dann durfte nochmal ein riesengroßes Kuscheltier mit von meiner derzeitigen absoluten Lieblingsfirma Dombardier. Dieser wunderschöne Kuschelelefant ist sehr schmal, dass man ihn halt auch zeitgleich als Kopfkissen benutzen kann und ich habe das auch schon ausgiebig getan. Wir hatten Clara jetzt ein Bett mit an unser Bett herangestellt, um sozusagen unser Bett als Familienbett zu erweitern und Clara hat ja noch kein Kopfkissen und deswegen lege ich mich jetzt nachts da so schön drauf und kuschel mit ihr eine Runde, bis sie eingeschlafen ist. Dann durften wir auch noch zwei ganz, ganz bezaubernde Frauen kennenlernen, die einen kleinen Nähshop haben, beziehungsweise nur ein Atelier, wo sie Stoffe verkaufen und auf Kundenwunsch auch Kleidung nähen. Und sie hatten ein paar fertige Stücke mitgenommen und ich war schockverliebt in diesen zuckersüßen Stoff mit diesen Schweinen. Die beiden Damen nennen sich Lovely for Long, haben auch Facebook und Instagram, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sie machen wirklich bezaubernde Sachen. Wie gesagt, einmal durfte diese Pumphose mit in einer Größe 74-80 und dann noch eine Wendebeanie, auch natürlich in diesem Schweinchenmotiv. Und es passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil wir Clara ja immer Schnuddel nennen und sie einfach unser kleines Schnuddelschwein ist. Deswegen musste der Stoff bzw. die Mützen einfach mit. Und
Mein Herz geht auf, wenn ich diesen Stoff sehe. Oh mein Gott, ist der süß. Und ich freue mich schon, wenn sie das anzieht. Zu guter Letzt durfte auch etwas zu essen nicht fehlen. Wir haben einen neuen Quetschi-Anbieter gefunden. Und zwar Pumpkin. Organic heißen die, glaube ich. Genau. Die machen Quetschis mit Gemüse. Und da haben wir ein 10er Probierpaket mitgenommen. Und da sind dann so Sorten bei wie Apfel, grüne Bohnen, Spinat und Kiwi. Kann man das sehen? Hallo. Genau. Banane, Karotte, Brokkoli, Quinoa und Blaubeere. Und so weiter und so fort. Also wir haben auch zwei, drei Sorten testen dürfen. Und diese Quetschis schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Und ich bin ganz ehrlich, am Anfang hat sich das wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig angehört. Weil welches Kind isst ein Quetschi mit Apfel, grüne Bohnen, Spinat und Kiwi? Also ich hätte das meiner Tochter wahrscheinlich aus freien Stücken nicht angeboten. Aber da wir, wie gesagt, zwei bis drei Quetschis probieren durften und uns das wirklich überzeugt hat, haben wir diese Probierbox mitgenommen. Und wir freuen uns jetzt, die ganzen Sachen einmal auszutesten und werden euch berichten, wie wir sie finden und ob es geschmeckt hat. Und ich glaube, ein Quetschi kostet im Handel 1,70 Euro. Und wir haben jetzt für diese 10er-Box 10 Euro bezahlt. Und das finde ich völlig in Ordnung, weil so ein Quetschi von den frechen Freunden oder so, oder freche Früchte, weiß ich gerade gar nicht, die kosten ja auch ungefähr 1 Euro. Und es ist irgendwie auch schöner, mal ein bisschen was mit Gemüse mitzunehmen, weil kalte Gemüsegläschen schmecken doch nicht. Und immer nur Obstbrei oder Obstquetschis unterwegs ist ja irgendwie auch nicht die Welt. Deswegen finde ich das wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch mal Gemüse unterwegs zu füttern. Ja, und das war unsere Ausbeute von der Babyweltmesse. Leider habe ich vergessen, die Kamera mitzunehmen, beziehungsweise war da auch sehr, sehr viel los. Und ich wollte einfach nicht die ganzen Leute mit auf die Linse bringen. Deswegen habe ich auch nicht wirklich gefilmt bei der Babyweltmesse. Aber ich habe ein paar Momentaufnahmen von Clara bei der Babyweltmesse gefilmt. Und die werde ich euch einmal einblenden. Wir müssen mal 10 Minuten für unter 3 machen. Ja. Also unter 2, irgendwie sowas, ja. Ganz klein, ja. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Infovideo gefreut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!